06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Marc, ihr gewinnt mit 5:3 bei Viktoria Köln. Aber die erste Frage ist, was hast du heute Morgen mit deinem linken Fuß gemacht? Ja, eigentlich alles wie immer. Ich habe heute relativ frühzeitig im Spiel gemerkt, dass er ganz gut eingestellt war auf jeden Fall. Und vor der Halbzeit muss man auch sagen, Nico läuft super in den Ball rein, verlängert ihn dann ins Tor. Und ja, zweite Halbzeit, was dann hier los war, ist, glaube ich, nicht in Worte zu fassen. Kommst eigentlich raus, nimmst du so viel vor, kriegst direkt wieder in den Nackenschlag. Und die Ränge toben trotzdem und das hat sich ein bisschen auf den Platz übertragen. Und ja, dieser Glaube einfach in der Truppe, ne, dass du auch diese Spiele mit zwei Toren Rückstand noch drehen kannst, das ist unfassbar, muss man wirklich sagen. War der die ganze Zeit da oder brauchte man Momente, um wirklich ihn wiederzufinden? Ja, ich glaube, dass so ein bisschen der Hallo-Wach-Effekt war so ein bisschen das 2-1 auch. Und dann in der Halbzeit, ja, muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen auch lauter geworden, aber halt gesagt, dass wir müssen dran glauben einfach. Wir müssen diesen Glauben haben. Wir müssen den Glauben an das große Ganze haben, in jedem Spiel einfach diese Spiele gewinnen zu können. Und ja, dann kriegst du wirklich diesen Nackenschlag, aber der Glaube war immer wieder da und man muss echt sagen, brutal, wie die Jungs auch in die Bälle reinfliegen und mit was für einer Entschlossenheit wir die Dinger über die Linie gedrückt haben. Riesenkompliment. Nach dem 2:0 habt ihr euch auch kurz auf dem Platz gesammelt, weil ihr musstet irgendwie wieder reinfinden. Waren es dann ähnliche Worte, die du da gefunden hast? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, man darf diese Kölner Truppe auch nicht schmälern, was die hier auf den Platz bringt. Ich muss erstmal sagen, haben einen sehr, sehr guten Platz hier liegen, haben super Fußballer in ihren Reihen. Die haben uns im Hinspiel schon alles abverlangt und die darf man auf jeden Fall nicht kleinreden. Und die haben uns gezeigt dann, was sie wirklich können. Und da musst du dich wirklich vielleicht nochmal einen kleinen Moment sammeln, alle nochmal zusammenrufen und einfach dann nochmal einschwören und sagen, so, jetzt vor der Halbzeit vielleicht nicht den dritten kriegen, vielleicht nochmal irgendwie einen machen. Das ist uns dann gelungen und nochmal, was in der zweiten Halbzeit passiert ist, das muss man sich in Ruhe wahrscheinlich heute Abend nochmal angucken. Trainer, herzlich willkommen in Wattenscheid oder wie soll man sagen, 5:3. Hast du mit deiner Mannschaft geschimpft, dass ihr nicht standesgemäß 5:4 gewonnen habt? Nein, ich habe nicht geschimpft, im Gegenteil. Es war ein unfassbares Spiel heute, so viel Emotion, schon mausetot, wieder aufgestanden, zurückgekommen, geführt. Einfach geiles Fußballspiel. Jeder, der heute hier war, ich glaube, der hat bereut es niemals und wird noch lange davon erzählen. Dass man mal einen Nackenschlag wegsteckt, immer gut. Wenn man aber in der dritten Minute in Rückstand geht, kurz vor der Pause nochmal rankommt, nach der Halbzeit, 3 Minuten später wieder den Nackenschlag bekommt. Wie macht die Mannschaft das? Das ist unsere Power, das sind wir. Es ist immer erst vorbei, wenn es vorbei ist, das ist mein Lieblingsspruch. Und wir haben schon öfter so Spiele gedreht und jetzt so ein Spiel gerade heute, gerade wegen Viktoria Köln. Wir haben auch im Heimspiel zu Hause 2:0 geführt, wir haben es gedreht und es war mir klar, ich habe es auch in der Halbzeit gesagt, es gibt hier noch ein ganz verrücktes Ding, ich glaube, so ein bisschen pervers sind wir ja schon und manchmal brauchen wir das auch und heute so ein Spiel abzuliefern, Wahnsinn, Chapeau vor den Jungs, ein Charakter, ein Wille, eine Mentalität. Ich bin so stolz auf jeden einzelnen Spieler und das ist ein Wahnsinn, ja. Wie viel Achterbahnfahrt ist an der Seitenlinie die ganze Zeit in deinem Kopf auf und ab gegangen? Ja, ich weiß nicht, wie viele Achterbahnfahrten ich heute gedreht habe. Ich weiß nur, dass man einen Adrenalinpegel, der kommt gar nicht mehr runter, der ist so hoch noch. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich muss jetzt erstmal irgendwie, keine Ahnung, irgendwas machen, dass ich da mal runterkomme. Aber am Ende ein wunderschöner Samstagnachmittag in Köln. Ja, herrlich, also so ein Spiel, nochmal. Ich glaube, ich werde heute Nacht nicht schlafen, weil du so aufgedreht bist noch und so extrem gehypt bist. Das wollen wir jetzt auch voll genießen. Wir nehmen das jetzt voll mit, wir machen jetzt eine geile Busfahrt. Und und dann geht es diese Woche weiter. Saarbrücken zu Hause am Sonntag wird auch schwer. Ja, weiter, immer weiter. Nico, wie soll man anfangen? Ihr gewinnt einen wahnsinnigen Fußballnachmittag am Ende mit 5:3. Versuch mal irgendwie deine Emotionen so nach Schlusspfiff in Worte zu fassen. Unfassbar schwer, wirklich das gerade in Worte zu fassen. Das ist pure Emotion. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mich wurde jetzt dreimal gefragt, versuchen Sie das mal irgendwie auf die Kette zu bekommen. Ich krieg's nicht hin. Es ist einfach, also es ist ein wunderschönes Gefühl, nach einem 3-1 Rückstand noch 5:3 zu gewinnen. Einfach schön. Was war der Punkt, an dem du wieder dran geglaubt hast, dass man dieses Spiel eben gewinnt heute? Tatsächlich, ich habe die ganze Zeit dran geglaubt. Wir saßen in der Kabine und haben gesagt, ey, wir sind jetzt so gut drin, wir ziehen das. Wir werden das auf jeden Fall ziehen. Dann haben wir das 3-1 bekommen. Hat uns fast den Stecker gezogen, aber wir haben trotzdem weitergemacht, die letzten Prozente rausgeholt und dann siehst du halt, was passiert. Das war irgendwie umso beeindruckender, weil Halbzeit 1, beschissener Start, dann, wie du sagst, man kommt eigentlich mit einem guten Gefühl in die Pause, bums, wieder der Rückschlag. Wie seid ihr damit so umgegangen? Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, wir gehen einfach mit dem Flow. Wir wissen, was für eine Qualität wir haben. Wir wissen, dass wir jedes Team schlagen können, wenn wir an unsere 100% kommen. Und dementsprechend versuchen wir in jedem Spiel den letzten Strohhalm von jeder Partie zu greifen und
die letzten Prozente rausholen. Heute hat es geglückt, gegen Regensburg zum Beispiel hat es nicht geklappt oder gegen Ulm. Aber wir sind eine Mannschaft, wir machen immer weiter, das ist sehr positiv an uns. Was schießt einem noch durch den Kopf, wenn man dann eben beim Stand von 3:3 den Ball so schön auf den Kopf bekommt? Kommt da noch irgendwas oder ist einfach nur hinhalten? Da ist einfach nur, mach ihn rein, mach ihn rein, mach ihn rein. Und ich wollte noch Danke an die Fans sagen, die sind zahlreich, wirklich, also unser 12. Mann, 12. Frau. Grandios, Weltklasse, muss man nochmal erwähnen, super.